Ja, da lasse ich frei. Dann sieht es ein bisschen runder aus. Ja, damit haben wir die Kakteen gesetzt. Warum will denn die eine da noch her? Ich hatte doch gerade kein... Ich werd alt. Das macht das Alter bei mir. So. Können die hier schon mal fleißig wachsen? Schon gehen wir noch einmal schlafen. So. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Gehen wir mal alles in Ruhe durch. Hier haben wir... wie oft haben wir auf dieser Welt gespielt? Einmal, Worlds Played 0, keine Ahnung, was das ist. Safe Loaded, einmal geladen. Multiplayer Joints 0, Game Quit 0. Minuten, wir haben jetzt 3 Stunden 49 heute gespielt. Das ist doch schon eine ziemliche, ja, das ist eine ziemliche Hausnummer, oder? Wir sind 17,87 Kilometer gegangen. Und 202 Meter geschwommen. Wir sind 407 Meter runtergefallen und 3 Meter hochgeklettert. Das ist ja gar nichts. Distanz flown? Flown, keine Ahnung. Distanz dove? Keine Ahnung. Wir haben keine Minecarts, keine Boote und keine Schiffe benutzt. Wir sind 2294 Mal gesprungen, haben 111 Items gedroppt. 651 Schaden gemacht und 128 eingesteckt. Ja, da sind wir doch gut. Fünfmal sind wir gestorben, 13 Mobs haben wir gekillt. Wir haben 230 normale Steine geerntet, 168 Drecksteine, davon haben wir 24 benutzt. 112 Cobblestone haben wir benutzt und nur einen abgebaut. Mich interessiert es aber eher 2731 Sand abgebaut und davon 1132 benutzt. Und jetzt bin ich ja wirklich auf die... Glas haben wir heute 45 hergestellt? Ne, 45 benutzt und 112 hergestellt. Aber ich bin jetzt auf den Sandstein hier. 1627 haben wir allein geerntet und 2004 haben wir benutzt. Und 377 haben wir hergestellt aus Sand. Ja, ich sag halt, das aus Sand, das lohnt sich kaum. Jetzt sieht man es auch mal in Zahlen, den Vergleich. Ja, ansonsten haben wir noch 31 Kakteen geerntet und 64 benutzt. Wir haben 35 Fackeln aufgestellt und Items. Oh. Wir haben 20 Schaufeln verballert, 14 Haken. Eine Steinhacke sogar und eine Holzpickaxe. Zweimal Suppe hergestellt? Gekraftet. Ach, benutzt. Okay, zweimal gekraftet, keins benutzt. Doch, wir haben doch die Suppe, be aber wahrscheinlich wird das hier nicht aufgeführt. 1847 Mal haben wir die Steinhacke benutzt. Also sind schon schöne Statistiken, muss ich sagen. Wir haben 27. Ach so. Ah. Farbbeutel. Die werden hier nicht getrennt angezeigt, weil sie ja die gleiche ID haben. Deshalb haben wir jetzt die Tintenbeutel stehen, obwohl wir eigentlich grünen Farbstoff gemacht haben. Oh mein Gott, das ist kleines Laster hier. Ansonsten ganz nett zu lesen. Ich bin mal gespannt, wie das so in 2, 3 Wochen aussieht, wenn wir Folge 300 irgendwas haben, die Pyramide fertig ist. Noch ein bisschen Sand, das kann ich mir noch schön hier hinknallen. Hätte ich auch noch zwei davon gehabt. Ich sollte mehr darauf achten, was ich noch so hab alles. Naja. So, noch ein bisschen mehr für die Statistik getan. So, gucken wir uns das mal von der Terrasse nochmal an. So richtig viel gebaut haben wir jetzt heute nicht. Aber mein Gott, wir haben ein Haus eingerichtet. Ein zweites, kleineres, mitten in einer zerklüfteten Landschaft, die mal eine Wüste war. Sind fünfmal gestorben. Haben uns mit 13 Monstern angelegt.
und haben am Ende einiges schon mal an Vorarbeit geleistet, bevor es dann wirklich im nächsten Let's Play, sofern ihr das wollt, weitergeht mit der Pyramide. Jetzt können wir vielleicht nochmal, ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. Ah, guck mal, wir können auch ein Achievement heute holen. Dann müssen wir da nochmal vorbeilaufen. Schön ist, es gibt am Ende immer mehr Zeug raus, als man reinsteckt. Das heißt, wir kriegen jetzt noch das Brot-Achievement. Und haben dann fast schon alle 16 geholt. Nochmal hier lang, hier ist auch was hingefallen. Ach Gott, jetzt habe ich da hinten ein Feld platt getrampelt. Naja, bauen wir uns noch eine Hacke schnell, machen das auch noch, nachdem wir jetzt ein Brot gebacken haben. Ah, auf der Wiese tummeln sich auch Schafe hier, das ist schön. So, Brote. Backen wir mal eins. Piu, Achievement erhalten. Ne, dahin. So, haben wir das auch. Die sollte auch reichen. Und das mit den Betten, das versuche ich halt in Erfahrung zu bringen bis zur nächsten Folge. Das hat mich heute tierisch geärgert, muss ich ehrlich zugeben. Das hat absolut keinen Spaß mehr gemacht, wenn man da wirklich nirgendwo mehr schlafen kann. Okay, ich sag mal, früher ist man in Minecraft auch ohne Schlafen ausgekommen. Aber für die Let's Plays ist das nun mal sehr sinnvoll, dass wir da nachts, vor allem jetzt, wo wir nichts irgendwie aus Höhlen brauchten oder aus irgendeiner Mine, dass wir da nachts durchschlafen können und dann sofort wieder in den Sandbetrieb übergehen können. Aber was soll man sagen? Es war uns nicht vergönnt. Oh, und das Getreide wächst schön. Irgendwann wird hier alles schön voll sein. Und dann werden wir gute Erträge erzielen und immer schön Brote haben. Und damit verabschiede ich mich auch wieder mal mit der schönen unheimlichen Musik im Hintergrund. Und, ach, jetzt haben wir gar nicht geguckt, wie unser Bauvorhaben aussieht. Ach, hey. Ja. Hier könnte man vielleicht nochmal eine Reihe wenigstens hinbauen, dass man so eine Aussichtsplattform hat. Da hinten sieht man es und es sieht doch, es sieht gewaltig aus, also... Trotz der Verkleinerung sieht es immer noch gewaltig aus. Und ich bin mal gespannt, wie es nächste Mal aussieht, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit mir, Iruini. Und tschüss!